Moin und herzlich willkommen hier in der Elbphilharmonie. Heute wollen wir uns einmal die unterschiedlichen Pfeifentypen und ihre Funktionsweise anschauen. In dieser Folge wollen wir uns jetzt einmal die Pfeifen etwas genauer ansehen und gucken, wie das Ganze technisch denn eigentlich funktioniert. Also wir sehen hier verschiedene Sorten. Wir fangen mal hier hinten an. Eine Pfeife aus Holz. Im Grunde kann man sagen, fast wie eine Blockflöte. Die klingt so. Dann gehen wir weiter nach vorne. Und da muss ich mir jetzt Handschuhe anziehen. Denn sonst würden sich meine Fingerabdrücke in diese Metallpfeifen einbrennen und für die Ewigkeit dort zu sehen sein. Handschuhe sind angezogen. Hier haben wir jetzt eine Pfeife, die doch typisch aussieht wie eine ganz klassische Orgelpfeife und die so klingt. Weiter nach vorne haben wir auch eine Pfeife aus Metall. Allerdings sehen wir, dass hier die Öffnung der Mund fehlt, denn diese Pfeife hat eine kleine Metallzunge, so ein bisschen wie der Draht bei einem Schnellhefter und hier oben ein Metalldraht, eine sogenannte Krücke, die das festhält. Ich werde einmal diese Pfeife ansaugen, denn wenn ich blasen würde, würde Luft auf dieses Zungenblatt kommen und oxidieren. Also, wir können jetzt die eben gesehenen Pfeifen in zwei unterschiedliche Gruppen einteilen. Nämlich einmal bei diesen ganz typischen Orgelpfeifen. Das sind die sogenannten Labialpfeifen, weil sie ein Labium, einen Mund haben. Es werden auch Lippenpfeifen genannt, die eben wie eine Blockflöte funktionieren. Also, die Luft geht hier unten hinein, durch die Kernspalte, wird am Oberlabium geteilt. Und diese geteilte Luft trifft sich dann hier oben und dann haben wir diese Länge für den Ton. Bei der Blockflöte hätten wir jetzt natürlich kleine Löcher, um die so spielen zu können. Das ist ja bei einer Orgel nicht möglich und deswegen haben wir für jeden verschiedenen Ton und seine Länge unterschiedliche Pfeifen. Das also die Labialpfeifen. Bei diesen Zungenpfeifen ist es etwas anders als bei den Labialpfeifen. Wir haben die Metallzunge, die wir regulieren können in ihrer Länge, einmal für die Tonhöhe. Und dieses Schnarren der Zunge wird dann durch den Schallbecher verstärkt. Das heißt, auch dieser Metallbecher kann unterschiedlich lang sein und dadurch haben wir unterschiedliche Klänge von Zungenpfeifen. Nun noch einmal zu dieser letzten Reihe hier aus Holz. Das sind also auch Labialpfeifen. Wir haben einen Unterschied, sie haben einen Deckel hier oben. Den können wir mal hinausziehen. Und dann ist es klanglich ziemlich ähnlich wie bei den Labialpfeifen aus Metall. Der Deckel hat zwei Gründe oder zwei Möglichkeiten. Das eine ist, der Ton klingt gedeckter. Ich mache es nochmal im Vergleich. Offen. Mit Deckel ist er etwas dumpfer, gedeckter, aber auch tiefer. Es ist nämlich so, dass diese Luftsäule, über die wir sprachen, nun hier unten durch den Fuß in die Pfeife kommt, hier geteilt wird am Oberlabium, aber aufgrund des geschlossenen Deckels nicht mehr nach oben hinaus kann. Diese Luftsäule geht also hier hoch und wieder runter und dadurch klingt die Pfeife so, als wäre sie offen, doppelt so lang. Neben diesen drei Pfeifentypen, die wir eben beim Modell gesehen haben, gibt es in der Orgel der Elbphilharmonie natürlich noch ein deutlich vielfältigeres Angebot an verschiedenen Pfeifentypen. So wie es offene Holzpfeifen gibt, gibt es auch gedeckte Metallpfeifen oder halbgedeckte, zum Beispiel mit einem kleinen Röhrchen im Deckel, das hebt dann bestimmte Obertöne hervor. Alle diese gedeckten Pfeifen klingen eine Oktave tiefer.
Es gibt auch Pfeifen, die in der Mitte angebohrt sind, ein kleines Loch haben und dadurch dann eine Oktave höher klingen, als es ihrer Länge entspräche. Da sprechen wir dann vom Überblasen einer Pfeife. Bei den Zungenpfeifen haben wir zudem unterschiedliche Formen und Gestalten der Schallbecher, während bei den Labialpfeifen die Länge der Pfeife bzw. die Luftsäule entscheidend ist. Können bei den Zungenpfeifen die Becher auch eine sehr kurze Länge haben und dennoch so tief klingen wie eine Pfeife, die um ein Vielfaches länger ist. Es gibt auch Zungenpfeifen, die einen Deckel haben oder unterschiedliche Formen der Pfeifenmündung. Diese geben den jeweiligen Pfeifen dann einen ganz spezifischen Klang. Wir haben jetzt gesehen, dass es also ganz viele unterschiedliche Pfeifensorten gibt bei unseren 4.765 Pfeifen, die sich in Register gruppieren. Also eine Sorte in einer Reihe nennt sich ein Register. Und was es mit den Registern auf sich hat, sehen wir in der nächsten Folge.